Achso, ist der falsche Soundtrack. Ups. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Ritterteam DX. Letztes Mal haben wir Zatu gefunden und ja, Gengar hat uns belauscht. Mist, 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 ne? Hat er einfach mal dem ganzen Volk der Stadt, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt. Weiß das einer? Ich nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Flucht vor Simsala und Co. Gengar natürlich auch, Tengulis wahrscheinlich auch. Mal schauen. Und ja, letztes Mal sind wir gestorben. Und mir hat jemand was in die Kommentare geschrieben im letzten Part, dass ich die Namen einfach nach irgendeiner Serie zum Beispiel nennen soll. Zum Beispiel Anton heißt dann, keine Ahnung, wenn wir jetzt Pokémon nehmen, Misty oder sowas, ne? Irgendwie sowas halt. Und da ich ja Harry Potter lebe, dachte ich mir, vielleicht mache ich das mit Harry Potter Charakteren. Das fände ich eigentlich ganz cool. Aber das können wir erst machen, wenn wir, falls wir irgendwann mal wieder zurück zu unserem Freund kommen, dann können wir das machen. Ja? Also, schon mal so vorab. Dann können wir ja loslegen. Du Moritz, können wir gehen? Ja, los geht's. In welche Richtung sollen wir gehen? Zur Lapishöhle. Natürlich, in Ordnung, gehen wir. Okay, Lapishöhle ist sehr, sehr schwer. So. Okay, Georock haben wir schon mal gefunden. Georock Brock meinte ich natürlich. Da haben wir Geld. Da unten kommt jemand. Dann mache ich das mal so. Ich habe gesehen, dass Lumanda von Anfang an Funkenflug hat. Das ist ja richtig OP. Der kann einfach schon über keine Ahnung wie viele Felder ja jemanden besiegen, ja, und da war ich schon ein bisschen traurig, dass Feuerregel irgendwie nur Loot kann, ja, und richtig useless ist. So, aber ich liebe trotzdem Feuerregel mehr als Lumanda. So. Das möchte ich natürlich hier auch noch erwähnen. Habt ihr euch eigentlich den neuen Netflix-Pokémon-Film angesehen? Ich muss ja sagen, ich mag diese Animation gar nicht. Die gefallen mir so null. Das sieht alles so total nach Knete aus. Und Knete, weiß nicht, finde ich nicht cool in einem Film. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Da haben wir das. Okay, schnell hier weg, bevor uns jemand sieht. Anton, wir dürfen... Oh Gott, da ist ein Zubat. Oh oh, bitte kein, hier. Superschall. Okay, Anton, du musst das machen. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh, da ist die Treppe. Das ist schon mal sehr gut. Anton kümmert sich wohl um Nidorina. Gut gemacht. Schnell weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Wie der Jotta uns das beigebracht hat. Oh ne. Eilig ist Anton wach und kann mich beschützen. Gut gemacht, Anton. Hast du eingesammelt, finde ich super. Gehen wir mal nach unten. Das ist nämlich auch noch ein Item. Eine Linkbox, okay. Oh, Zug. Oh, scheiße. Oh nee, ey. Komm, besieg ihn bitte, bevor die anderen gleich da sind. Sehr gut. Level up. Super. Wer denn? Ich oder Anton? Ich. Nice. Na, obwohl Anton könnte auch mal langsam steigen, finde ich. Oh oh. Müssen wir hier kämpfen? Okay. Wir gehen hier lang. Oh ne, Kastanien auch noch. Und? Tschüss, Nidorina. Du kannst zum Glück keine Treppen steigen. Ha. Oh nice. Direkt neben der Treppe. Perfekt. Oh ne, greif nicht an, Anton. Okay, Anton, dann hier bitteschön dein Level up. Das hast du dir verdient. Hast du dir verdient. Möchtest du weitergehen? Ja, möchte ich. So, dann haben wir Eta. Da haben wir irgendwelche Stöcke. Und da haben wir ein böses, böses Nidorino. Ein böses Nidorino. Ich möchte mich mal eben ein bisschen weiter vom Bildschirm wegsetzen. So,
So ist gut. So ist gut. Vorhin wegsetzen, ich liege ja im Bett und nehme das hier auf. Ja. So viel dazu. Das da oben scheint wohl ein Shop zu sein. Vielleicht hat er ein paar Äpfel, obwohl wir haben eigentlich schon viele Äpfel. Ich bin nämlich einmal dem Felsvorsprung oder wie das da hieß, entlang gegangen. Ist das eine Belebersame? Ja, ist es. Wie viel Geld habe ich denn? Okay, ich nehme die mit. Ja, ich würde gern bezahlen. Ja. Immer wieder gern. Ja, danke, Kick Leon. Aua. Aua, aua. Boah, sehr gut, Anton. Wir gehen hier lang. Habe ich mich kurzfristig umentschieden. Okay, war, glaube ich, eine falsche Entscheidung. Sei denn, die kommen jetzt hier hoch. Nee, kommen sie nicht. Oh Gott. Okay, wir gehen zurück. Wir gehen jetzt hier unten her. So. Und hier ist dann der Ausgang hoffentlich. Ja, ist er. Das nehmen wir mit. Weiter geht's. Geld, Geld, Geld. Hier ist irgendwas. Eine schlafende Illuminise. Aber wir gehen erstmal runter. Und gehen den langen Weg. Okay, hier haben wir ein Nidorino. Dich können wir auch noch besiegen. Ist das ein Nidorino? Ja, ne? Nidoran sieht schon ein bisschen kleiner aus, glaube ich. Ja. Ja, ja. Das Gesicht bei Nidoran ist süßer. Ist einfach süßer. Aua, Giftstaffel tut natürlich weh, vor allem wenn ich jetzt vergiftet bin. Aber ich kann zum Glück zweimal angreifen. Da oben ist die Treppe, okay. Hier, bitteschön, Flammenrad. Aquaknarre. Ha, daneben. Ha. Tschüss. Auf der Flucht können uns natürlich keine Pokémon, hier dingsen. Oh Gott, wir müssen hier weg. Nee, kämpf nicht, Anton. Och, Mann, ey. Keine Pokémon begleiten. Das heißt leider auch niemanden rekrutieren. Aber so ist es halt. Okay, der greift da an. Muss ich ihm natürlich ja helfen. Komm, her. Oh, Konfusion natürlich super. Aber ich mache meine Sache auch super. Oh Gott. Komm, Anton. Aquaknarre schnell. Hinter uns haben wir Probleme. Eigentlich habe ich die Mini-Ebersame mit. So, hier. Flammenrad. Treppe? Da ist die Treppe. Wir scheißen auf das Item, Anton. Mann, ey. Ich habe nur gesagt, wir scheißen auf das Item. Aber er wollte es unbedingt holen. Wir scheißen auf die Items. Sie müssen weiter. U9. Okay. Der da schläft, glaube ich. Wenn der schläft, dann... Kommt er zu uns? Nee, kommt er nicht. Hier schläft auch noch einer. Gucken wir eben. Mein Pokémon ist hier irgendwo. Okay, wir gehen hier runter. Anton! Oh, Anton, ne? Der macht auch das, was er will, ne? Och, Giftpuder auch noch. Passt aus, hier gleich. Komm bitte schnell, Anton. Da ist der Ausgang. Ja, ja, hol. Ne, das Geld willst du jetzt nicht holen. Du bist ja einer. Wir gehen hier. Wir gucken mal kurz rein. Okay, wir gehen wieder. Da unten ist nämlich noch ein Item. Und die Treppe, perfekt. Und ein Apfel. Nice. So, wir wechseln kurz Pokémon, weil ich will keinen Apfel verbrauchen. Den treffe ich noch nicht. Mal gucken, wohin der geht. Okay, jetzt kann ich ihn treffen. Oh, ich habe die Attacke nicht. Okay, dann können wir den nicht treffen. Perfekt. Du bist super. So, da gehen wir wieder raus. Ich mache Aquaknarre. Ah, sehr gut. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, der lebt noch. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach da oben. Und gucken mal, was da so passiert. Und Angriff. So, du bist weg. Gut. Schnell weiter, weiter. Oh Gott. Tolle.
Okay, er geht unten her. So. Oh, Geld. Nice. Dann ist es hier unten wahrscheinlich, ja. So, da haben wir die Treppe, perfekt. Achso, ich war intern, stimmt ja. So, okay. Die kommen alle nach unten. Das heißt, wir schnappen uns mal das Item hier und gehen dann hier lang. Aquaknarre. Und Lenkkopfstoß. Perfekt, weg mit dir. Oh, es lebt noch. Nee, doch nicht. Oh, perfekt. Hier ist die Treppe. Linkbox noch mitnehmen. Und weiter geht's. U14. Ich denke mal, wird so 15 Ebenen haben. Ohne TM. Kraftreserve, okay. Wir gehen nach da hinten, glaube ich. Haben wir Glück? Nee, haben wir kein Glück. Der geht zum Glück nach links. Wir gehen mal weiter nach unten. Eorok. Brocken. Okay. Dann... Oh, scheiße, ist aufgewacht. Ups. Das habe ich nicht bemerkt hier. Nicht sterben, Feurige. Nicht sterben. Sehr gut. So, da kommt jetzt was. Deswegen Sammelbox. Werfen wir mal... Werfen. Ha, 75 Schaden, nice. Perfekt. Oh Gott, da kommt noch was. Haben wir noch eine? Ja, haben wir noch. Oh, scheiße, ich habe die gegessen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte die werfen. Oh, scheiße, ich kann keine mehr werfen, oder was? Ich habe keine mehr. Okay. Dann... Auf ins Gebrüll. Oh, ist Pflanze, ne? Oh, ich kann nochmal angreifen. Giftpuder. Okay, okay. Das haben wir überlebt. Ja, nimm du das mit. Oh Gott. Ist das ein Kindwurm? Ja, ne? Ich glaube, wir müssen ihn ganz, ganz schnell weg. Vorige. Schnell. Weitergehen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Mit Bravour gemeistert, ja. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie ja. Da drüben. Fangt Moritz. Ah, da kommen sie, lauf. Stehen bleiben, lass die Nüsse entwischen. Sie erwarten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Oh nein, da! Ein Vulkan. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Moritz? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Komm, gehen wir, Moritz. Okay, Leute. Es geht direkt weiter. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen auf. Oha! Trampel. Gott. Ich glaube, sie sind weg. Ja, sie trauen sich nicht. Ja, die Luft ist rein. So, puh. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist. Ja, okay, supi. Können wir hier einmal dran? Haben wir irgendwas, was wir lagern möchten? Ich meine, wir haben immer noch fast, ja, 23. Für 23 Items haben wir noch Platz. Kraftreserve würde ich mal lagern. Und sonst können wir den Rest eigentlich mitnehmen.
Okay, dann bist du bereit, Anton? Ja klar, ich bin bereit. Zum Feuerberg. In Ordnung, gehen wir. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. Diese ganzen Felswege und sowas, die da drunter immer stehen, das ist einfach nur fürs Training. Dann kommst du wieder am Anfang wieder raus. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier über Lava laufen. Cool, ne? Ist natürlich sehr, sehr praktisch und Anton ist ja eigentlich auch ganz gut. Da ein Magby. Ja, müssen wir angreifen. Müssen wir angreifen. Dahinter kommt auch noch ein Schneckenmag. So, okay. Perfekt. So, dann gehen wir hier mal weiter gucken. Lucky Lucky machen. Am besten ist, wenn wir hier so gut wie möglich durchkommen. Aber es sieht gerade nicht ganz so hervorragend aus, würde ich mal sagen. Wir müssen da in die Mitte rein. Oh, ich habe ihn aufgeweckt. Okay, Anton, sorry. Du musst eine Aquaknarre machen. Einäschern, okay. Was habe ich denn? Fassade eingesetzt? Okay. So, da haben wir die Treppe. Schnell weg. Anton hat irgendwas gesehen, aber den lassen wir einfach mal. Oh. Ja, gut, ne? Kümmer dich mal um Magby. Ich kümmere mich um die Kohle. Anton, wohin? Wohin des Weges? Mein Freund. Ich muss hier allein kämpfen, oder was? Das finde ich aber nicht nett. Finde ich nicht nett. Selbst schuld, wenn du da irgendwie Geld einsammeln musst oder so. Oh, ein Magby wieder. Also Magbys gibt es hier wohl viele. So. So. Ey, schnell. Alter. Anton, mir nach. Also Anton kann ich hören, ne? Palenia, hallo. Du bist schon ein Mädchen, ne? Was auf einen Mann nicht hören will. Wenn ich sage, dass du mitkommen sollst, ja, dann sollst du bitte gefälligst auch mitkommen und nicht einfach irgendwo anders random hinlaufen. Okay, hast du verstanden. Und Anton, was machst du da denn jetzt schon wieder? Es bringt nichts, wie du dich da hingestellt hast. Mann. So, Glut. Und Aquaknarre. So, wir gehen oben her. Oh Gott, hier ist eine Sackgasse. Okay, dann müssen wir den da kommen lassen. Oder Anton tötet ihn einfach. So geht's natürlich auch. So. Da haben wir noch einen Schneckmack. Was jetzt schon wieder down. Oh doch nicht, lebt noch. Hält schon ein bisschen mehr aus. So, wir gehen mal hier. Da ist die Treppe. Item, da ist uns egal. Wir haben genügend Äpfel. Was Besseres gibt's eigentlich nichts. Nicht für den Dungeon. Loot. Ich muss sagen, also ich finde es echt schön, dass der Soundtrack überall wo, anders ist. Also ein anderer ist. Finde ich mega cool. Partnerreale finde ich immer noch schade. Das wird sich aber auch nicht ändern. Ist leider traurig, Nintendo. Wieso? Wer kam auf die Entscheidung? So, Sonntag haben wir, cool. Fand schon in Pokémon Zeit und sowas. Himmel. Immer blöd, dass es diese Areale nicht mehr gab. Weil ich die echt cool fand. So, Anton macht das schon. Wir gehen nach links. Oh, Tauboga. Oh. So, da müssen wir mal warten, bis es mal hier in der Nähe ist. Okay, es könnte wahrscheinlich Ruckzuckieb einsetzen, deswegen gehe ich einfach hier hin. Boah, du machst aber Schaden, ey. Weg mit dir. Steckbug ist hinter uns, okay. Hier haben wir nochmal Stöcke. Anton, bleib bitte hinter mir. Bleib bitte hinter mir. So. Hier haben wir die Treppe, cool. Super. Das ging ja fix. Feuerberg 6, da ist die Treppe. Haben wir natürlich einen Schneckmark, ne? Was Anton natürlich vernichten möchte. So. Ja. Oh. Aua. Eine kann ich auf Feuer gehen. Holst du das da unten auch noch? Super.
Sammelbox. Wir schmeißen, was schmeißen wir denn? Hier, Lahmzweig. Schwingen. Ha! Oh. Taubers wird träge, okay. Ich dachte, das bringt mehr. Tatsächlich. Und tschüss. Weiter geht's. Oh, hier sind ja viele Items. Die schnappe ich mir mal. So, Doppelkick. Bist du weg? Ja, bist weg. Du hast dir das geholt. Ich hole mir hier oben das Geld. Ist das ein Magbi? Ne, Magbrand. Schneckmag. Wir gehen unten her. Dann gehen wir mal kurz nach oben gucken. Okay, da oben ist nichts. Dann komm, Palenia. Da haben wir die Treppe. So. Oh, da hätten wir wieder einen Shop. Oh. Oh. Alter, ich verfehle die ganze Zeit. Das nervt ein wenig. So, wir gucken uns mal eben den Shop an hier. Willkommen, hereinspaziert. Ist das eine Belebersame? Ne, Schlafsame brauchen wir nicht. Dann gehen wir hierher. Immer wieder gern, ja. Immer wieder gern. So. Müssen wir gleich auch mal langsam mal wieder ein Level up bekommen, ne? Weil Anthony einfach so stark ist und alles im Alleingang macht. Weiter geht's. Feuerberg. Boah, Sonnenlicht. Feuerattacken sind stärker als sonst. Gut. 24. Nice. Oh, Feuerwirbel. Oh gut, ich bin nicht verbrannt worden. Perfekt. Da kommt Taubos. Anton. Ich übernehme für dich. Ach, ich konnte nicht. Hast du keine mehr? Ach, du hast keine mehr. Okay, dann müssen wir noch eine Runde warten. So, und ich mach... Ach, ich habe gar nichts mehr, oder was? Okay, dann müssen wir es so machen. Oh, scheiße, Wirbelwind ist natürlich nicht so cool. Super gemacht. Ich hoffe, du schaffst das da unten. Denn ich muss mich hier um den hier kümmern. Konfusion. Rauchwolke daneben, zum Glück. Feuerige wurde leider getroffen. Er ist erschreckt, perfekt. Und Angriff, nice. Gut gemacht. Gut gemacht, wir sind ein super Team. Ich gebe mir aber trotzdem mal eben hier schon mal Top-Elixier. Top-Erdner. Ether. Für Aquavelle. So. Da kommt ein Dingsi. Hier, nimm das, Aquavelle. Und Loot. Jetzt will ich nicht mit Aquavelle angreifen, aber hat er gemacht. Okay, ist in Ordnung. Kann ich mit leben. 39. Sehr gut. Weg mit dem. So, Geld, das nehmen wir natürlich mit. Da kommt ein Pokémon. Das ignorieren wir aber gekonnt. Hier ist die Treppe. Gut. Schnell weiter. So, Feuerberg 10. Ja, wir gehen runter. Wir gehen runter. Wir ignorieren das Viech. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt in die Richtung, bevor wir gleich zwei Gegner haben. Es geht jetzt auf Nummer sicher, Leute. Ich möchte nicht wie in der Lapis-Höhle achtmal sterben. So, hast du eingesammelt? Super, komm. Komm, Feurige, hier geht's weiter. Hier geht es weiter. Oh, Treppe. Schnell, 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 schnell. Och, spart eine AP und komm mit, Feurige. Komm mit, Feurige. Wir haben keine Zeit für dich. So. Wir gehen hier hinten. Hoch. Gucken rein und sehen. Oh oh. Das sieht böse aus. Aber wir haben... Oh, oh Gott, Arcani gibt's hier.
Oh mein Gott, wir müssen Kurte mal eben schnell wegmachen. Okay, Kurte ist weg. Jetzt kommt Akani. Das hat bestimmt Ruckzuckieb oder sowas. Komm weg mit dir. Super. Puh. Oh Gott, das Lava. Da können wir nicht durch. Ich bin nämlich ein Enton und kein Lavaton. Was haben wir da? Kurte, okay. Aquavelle. Und nochmal Aquavelle. Super, ja. Enton, komm. Nice. Toll, mein Level ist gestiegen. Und Aussetzer, okay. Aussetzer ist zwar interessant, aber möchte ich nicht erlernen. Ja, möchte ich gerne drauf verzichten. Oh Gott, ich dachte gerade, ein Lavados. Das wäre es ja gewesen. Das wäre es ja gewesen. Oh Gott, da kommt noch ein Ibitak. Ibitak, kannst du bitte weggehen? Wir wollten das Geld haben. Oh Gott. Ich schmeiß mal lieber eine hier Schlafsame. Werfen. So, dann greifen wir an. So. Sehr gut. Puh. Das war auf jeden Fall schon mal knapp. Hier haben wir nochmal Steine. Ein bisschen Geld und nochmal Geld. Und dann weiter. Oh, wir haben hier einen Checkpoint. Können wir nicht speichern? Okay. So, jetzt gleich müsste dann ein Boss kommen. So, das heißt, was tun wir weg? Was tun wir ins Lager? Wir könnten natürlich eine Linkbox mal anwenden. Achso, nee, anwenden wollte ich das. Sammelbox. Linkbox. Ah, ich kann die nur wegschmeißen. Okay. Items lagern. Wir könnten... Sonntag können wir lagern. Oh. Das können wir lagern. Konfusionszweige. Ach, es gibt unterschiedliche Dinger. Das ist auch interessant. Wir haben eigentlich noch relativ viel Platz. Deswegen machen wir es mal so. Und ich nehme ein paar Belebersamen mit. Items entnehmen. Belebersamen. Wo sind die? 10 Stück hätten wir. Wir nehmen mal so 4 mit. Nur für den Fall, Leute, ja? Und dann können wir eigentlich auch schon los. Möchtest du weitergehen? Ja, möchte ich. Den Feuerberggipfel. So. Aquavelle. Aquavelle ist echt super. Wirklich. Ist echt mega gut. So, die gehen daher. Der kommt natürlich links her. Das ist ein zu viel. Wir sollten gut aufpassen. Ja, da bin ich deiner Meinung. Und deswegen machen wir jetzt erstmal hier Kürte weg. So, weg mit dem. Super. Oh, wieder ein Levelaufstieg. Super. Das geht hier echt ratzfatz, ey. Aber ist immer noch schwer, finde ich. Also schwerer als die Hauptspiele, wenn man das mal sagen darf. So. Gehen wir hier runter. Entweder ist jetzt da in der Mitte oder hier unten. Oh, in der Mitte natürlich. Dann gehen wir hierher. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich gegen einen kämpfen. Nee, müssen wir nicht. Haben wir nochmal Glück gehabt. Schnell. So, Feuerberggipfel E. Oh Gott. Jetzt müssen wir gegen Habitat kämpfen. Bitte kein Schlagbohrer. Okay, super. Wir gehen erst oben her. Da ist die Treppe. Nice. Vollriegel. Hör auf. Oh, sehr gut. So, Treppe. Treppe, Treppe. Oh, wir haben es geschafft. Ist er das? Der Gipfel vom Feuerberg? Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist das enorm viel Lava.
Das hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Aua, aua, das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. Halt. Och, was ist das? Es ist so dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Was? Was? Da verstehst du etwas falsch. Wir sind unschuldig. Wir wollten doch nur hier durch. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavados, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die dem Berg entweihen. Macht euch auf etwas gefasst. Okay, wir drücken einfach A. Aquaknarre wird schon treffen. Er macht gut. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Agilität ist natürlich nicht ganz so cool. Aber das schaffen wir auch. So, würde ich sagen. Gut. Er kann beide treffen. Das finde ich ein bisschen böse. Jetzt kann er nur noch einen treffen. Deswegen Aquawelle. Gut. Aua. Aber Aquaknarre, komm, Lolo. Wir haben Belebersamen. Oder ich esse eine Sinnelbeere. Und kann danach nochmal angreifen. Das Pokémon wird daran gehindert, sich fortzubewegen und nimmt stetig etwas Schaden. Der Zustand wird entweder nach einer Weile von allein aufgehoben oder wenn das Pokémon weggewirbelt oder teleportiert wird. Okay, Aquaknarre. Fassade, oh, super. Feuerwirbel, oh, oh, oh. Na, wir gucken mal. Also bis jetzt sind wir noch nicht gestorben. Flügelschlag, oh. Oh, Flügelschlag ist natürlich heftig. Haben wir noch eine Sinnelbeere? Natürlich haben wir noch eine Sinnelbeere. Perfekt. Essen wir die mal schnell. Steigt unsere maximale KP, wenn wir eine Sinnelbeere essen? Ich meine, wir hätten gerade noch 64 gehabt an KP. Seltsam. Oh, guck mal, es ist verwirrt. Nice. Flügelschlag tut aber echt weh. Tut wirklich mega weh. Boah, wie viel hält es denn aus? Ich glaube, noch eine Sinnelbeere habe ich nicht. Flügelschlag. Oh, gut. Gut, gut. Verfehlt. Nice. Fassade. Super. Oh, Doppelfassade, nice. Oh, wir haben es geschafft. Ah. Ah. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Ah. Warte, hört mir bitte zu. Wir sind nicht hier, um dir Schwierigkeiten zu bereiten. Wir werden verfolgt und haben uns auf die Berge geflüchtet. Weißt du, der Berg ist nicht der einzige Ort, der gerade leidet. Die Natur spielt gerade überall verrückt. Momentan können wir leider nichts tun, weil wir auf der Flucht sind. Aber wir würden gerne allen Pokémon helfen, die unter den Katastrophen leiden. Hm. Meint ihr das ehrlich? Das ist wirklich wahr. Bitte glaub mir doch. Wenn du denkst, ich lüge, dann sieh mir doch in die Augen. In Entons Augen. Psychokinese. Eieieiei. Gut, ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Oh je, meine Güte. Ich dachte, meine Beine würden jeden Moment nachgeben. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen, und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid säen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings werden wir das eben nicht sofort tun können.
Da war! Wir untersuchen das sofort auf der Stelle. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam und wir werden diesen Naturkatastrophen auf den Grund gehen. Versprochen, versprochen. Gut, ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Den Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Tschüss. Ja. Gibt es noch etwas? Nein. Ich wollte nur gerade loslegen. Oh, muss das sein? Tschüss. Oh, es sieht so gut aus. Ich mache die ganze Zeit Fotos, weil ich das irgendwie cool finde. Puh. Ich hatte vielleicht Angst. Aber es ist wirklich großartig, dass Lavados uns verstanden hat. Naja, wie auch immer. Wir sollten den Feuerberg verlassen. Ah, gut, das haben wir schon mal überlebt. Wir haben nicht mal eine Beleber. Wie heißt das? Beleberbeere? Nee, ne? Belebersamen benutzt. Wir sind ganz schön weit gelaufen, nicht? Ich bin so müde. Machen wir doch mal eine kurze Pause. Die Aussicht ist phänomenal. Oh, schau mal, Moritz, da drüben. Siehst du, wie klein der Feuerberg von hier aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Du Moritz, es war doch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg zu passieren. Ich denke also, dass nicht viele Pokémon es schaffen, diesen Berg zu bezwingen. Wir mussten alle unsere Kräfte zusammennehmen, um so weit zu kommen. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Vielleicht haben wir die anderen Pokémon abgehängt, meinst du nicht? Nee. Nein, uns wird immer jemand folgen. Wie? Wie du meinst, es folgt uns immer noch jemand? Wer könnte es denn bis hierher schaffen? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Simsala. Stimmt, Simsalas Team könnte es sogar bis hierhin schaffen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Enten. Nanu, was ist denn? Kommst du nicht, Moritz? Doch, ich komme. Wie bitte? Ich sehe müde aus. Sie sind uns auf den Fersen. Wir dürfen jetzt keine Pause machen. Und weißt du noch, was ich dir gesagt habe, dass ich an deiner Seite bleiben würde? Oh, bitte sieh mich nicht so an. Mir geht es gut, ehrlich. Gehen wir, Moritz. Ich folge dir, wohin auch immer du gehen willst. Aber ich folge dir ja gerade. Und so setze das Team von Moritz die aufreibende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwirtlichere Orte. So gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette. Durchwatteten übelriechende Sümpfe und erklomm vereiste Klippen. Also früher gab es viel mehr Bilder dazu, bis das tapfere Team von Moritz schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbittlichen Eises. Oh, schön. Oh, da sind wir. Brrr, ist das kalt hier. Hatschi! Schnee, bei der Kälte wachsen mir glatt nur Eiszäpfe aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Überall liegt Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemand außer uns. Huch, was war das? Ein Absol. Wer ist das? Ein Absol war das. Och Mann, ist weg. Konnte ich kein Foto mehr machen. Das sah aus wie ein Pokémon. Habe ich mir etwa es eingebildet? Nein, ich bin mir sicher, da war jemand. Wen um alles in der Welt zieht es nur in so einen verlassenen Gegend? Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen.
Oh, Mut, sieh dir das mal an. Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Oh, schön. Oh, da würde ich gern leben, Leute. Oh, ich liebe solche Schneewälder. Wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Oh, das ist echt schön. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Oh, Schneesturm. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken, ist ja schließlich auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Moritz. Cool. Ja, cool, Leute. 40 Minuten. Ich würde trotzdem sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Dann können wir im nächsten Part dann hier durchgehen. Wir können mal eben... Können wir lesen, wie der heißt? Eisiger Pfad, glaube ich, oder so, ne? Ich drück mal ja. Wohin gehen wir? Frostwald. Frostwald heißt es. Und ja, machen dann im nächsten Part zwei Dungeons. Einmal den hier und dann den nächsten. Das fände ich eigentlich so ganz gut. Na, deswegen würde ich sagen, haut rein. Rechts ist die Playlist, links ist das neueste Video. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.